Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Im letzten Part sind wir hier in der dritten Welt angekommen, und zwar Prima Paletti. Haben uns schon ein bisschen umgeguckt, aber so viel gab es noch nicht zu entdecken. Und haben hier schon den ersten Tentakel, oder was auch immer, nee, Tentakel war es glaube ich nicht, aber haben hier auf jeden Fall eine Pfütze kaputt gemacht und können jetzt hier auch mal reingehen und gucken, was hier abgeht. Und Flo hat euch auch noch was zu sagen. Gefällt, meine Freunde, dann lasst doch gerne ein Like da, kommentiert. Und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Und joint unserem Discord. Da verpasst ihr dann noch weniger und kriegt noch mehr exklusive Sachen mit. Ah, wir wollten auf unserem Discord Ankündigungen machen für neue Projekte. Das hätten wir jetzt machen können. Naja. In der Lage, uns den sichersten Weg durch dieses Waldlabyrinth zum Finsterzeit-Tentakel zu weisen. Das Risiko, sich nicht unwiederbringlich zu verlaufen, ist ungefähr so groß wie die Wahrscheinlichkeit eines Schneeballs. Okay, danke, schon kapiert. Auch ohne genaue Zahlen. Hä, es geht jetzt auch weiter. Ja, war ja klar, dass hier noch irgendwas war, ja nicht der Tentakel selber. Niederbrennen. Na, ich hoffe, wir brennen den ganzen Wald hier nieder. Dann können wir schnurstracks zum Tentakel gehen. Auf keinen Fall. Wir finden einen Weg, okay? Aber vielleicht sollten wir doch nach Streichhölzern suchen, nur für den Fall. Aber was ist denn jetzt der Hauptweg? Das ist nicht nötig, Bipo. Wo weiß er denn, ne? Oder ist das der vom Anfang? Der Funkel, das ist doch der, der im Leuchtturm war. Glaube ich, oder? Ich glaube schon. Wie es aussieht, kam ich dafür wie gerufen. Funkel? Ich dachte, wir hätten dich auf Strahlestrand verabschiedet. Habt ihr auch. Aber nach all dem Gerede über Sparkjägerin dachte ich, ich wäre dabei, ich wäre bei euch besser aufgehoben. Also bin ich euch gefolgt. Aber nicht nur, um dabei zu sein. Wenn ihr etwas sucht, dann kann ich helfen. Hier, seht mal. Oh, neue Fähigkeit. Licht. Ist das jetzt wegen dem Boden? Oha. Und offenbar auch noch andere Dinge. Dank meiner neuen Kraft wird nun enthüllt, was vorher nicht zu sehen war. Wie bitte? Wird enthüllt, was vorher nicht zu sehen war. Mhm. Ach ja, unsichtbare Sachen. Das war's, was auch in der zweiten Welt ist, glaube ich. Scan-Kraft von Bipo enthüllt und verweist auf den Weißen. Ja, die Brücke, ja. Oder Details, die für die Helden unsichtbar sind, haltet ZL, um sie einzusetzen. Das ist in der zweiten Welt auch nötig. Aber das ist immer noch nicht das mit dem Boden. Da, Fußspur, halt, ja, aber da. Das ist es, ja. Und ich glaube, das musst du überall machen, wo halt Fußspuren sind. Und ansonsten hoffe ich, dass das nicht Übermaß annimmt. Feuer. Also wollen wir jetzt einfach hier lang gehen und den anderen Weg einfach dann... Wo hast du jetzt hier Fußspuren gesehen? Waren die das nicht? Von eben? Ja, aber ich hab die davor nicht gesehen. Na, egal. Können wir uns teleporten? Alter, wer ist das? Hänsel und Gretel. Nein, das ist Rotkäppchen. Hier können wir noch nichts machen wahrscheinlich. Oder vorne ist was, da ist ein Zeichen. Alter, eine geile Röhre. Willst du angreifen? Nee, wir hauen ab. Gibt's hier noch Feines? Da oben ist auf jeden Fall Geld, also da hinten war Geld. Ne, da sind geheime... Ne, der Weg geht in die andere Richtung. Fußspuren laufen ja von hier weg. Wollen die uns die andere Röhre zeigen? Da geht's durch. Dafür geht's nicht weit. Ah. 24. Das ist die goldene Röhre dieser Welt. Interessant. Wissen wir schon mal, wo die ist. Mhm. Gut, dann gehen wir durch die andere Röhre hier. Die war das jetzt, ne? Ja.
Verkehrt, ne? Das muss man da drauf schieben, da unten. Ich glaube, du musst jetzt dahinter gehen. Lieben. Oha. Und das sieht, dahinter sieht es schöner aus. Oh, du willst erst später was, okay. Ui, beautiful. Aber wo ist die Musik? Ich hab ein paar Effekte so, aber. Oh no. Geh nach links. Oh no. Geh nach links. Ja, wir gucken da gleich nochmal. Ach, wupp, wupp, wupp. Was? Jetzt will ich es wieder viel zu oft einsetzen. Merkt das schon. Oh Gott, hat er mich gerade erschrocken. Ach du Heini. Ja, du warst halt nicht weit weg genug. Der kam mal von hinten angesprintet, die Sau. Flucht. Wir müssen nur schnell den Charakter finden, der will, dass wir dreimal den und den Gegner besiegen. Ja. Wenn wir Pech haben, sind wir hier genau auf dem falschen Zweig, wo der Gegner, der Charakter halt nicht ist. Warum muss denn der mich so erschrecken? Wir sind ja auch im Geisterwald. Na komm schon. So, hallo? Da unten. Sind wir nicht schon dran vorbei vorhin? Oh, dafür bist du nicht da. Das Runde passt nicht ins Eckige. Nein, das Ding ist ja allgemein für... Hilfe. Ich glaube, du musst noch weiter zurück, oder? Weiß nicht, wie weit zurück ich darf. Nee, da vorne. Da. Aber da hinten war trotzdem eine Röhre. Ja. Hat man die jetzt schon genutzt? Nee, die Röhre haben wir ja, um von oben nach unten zu kommen mit dem Samen da. Hm, da war einfach noch okay. So ein Dreiecksding, was wir da reinstecken können. Wir müssen nur gucken, wo das Ding liegt. Ja, wir müssen Bäume schütteln, Jan. Vielleicht ist ja wieder was in dem Baum. Hilfe. Da vorne geht's weiter. Oh, hier ist was. Aua. Warum musst du auch immer gegen die Dinger dotzen? Weiß es doch. Was drückst du eigentlich da, um dagegen zu kommen? Ja, beim Sprinten. Wenn du sprintest und du gegen die Wand läufst, dann passiert das. Dann lauf bitte nicht gegen die Wände. Aber ich will doch. Schwieriger Fetisch. Muss aber dir alles ein Fetisch sein. Gegen Wände laufen wollen? Ist kein Fetisch. Ist nicht normal. Ein Fetisch ist trotzdem was anderes. Naja, ich kann ja mal die Wikipedia oder die Duden... Wie nennt man's? Ich sag jetzt am Duden. Die Begriff. Oh no. Na klar. Was sagt der Duden? Was denn? Ich
Das ist hier die falsche Bedeutung. Hier sagen sie mir gerade die Völkerkunde, nämlich heiliger Gegenstand, dem magische Kräfte zugeschrieben werden, subjektiv besondere Bedeutung beigemessen wird, Götzenbild. Ja, nee, das ist nicht das, was ich suche. Was sind das denn hier für Bedeutungen gerade? Ich sag einfach mal, man sieht etwas daraus, dass man das tut oder dass man da was von hat und... Wie es ausschaut, hast du irgendwas, wenn du gegen Wände läufst. Du solltest darunter springen, das wäre besser gewesen, aber... Ja. Hat trotzdem gereicht. Ja, das lief hier noch ganz gut. Kriegen wir jetzt ein Dingsy? Ein Sparky? Plum, 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 plum. Nee, diesmal nicht. Okay. Alter, schüttel den Busch. Hab ich schon. Oh. Ja, das Geld ist auch wieder da. Moneten. Oh, Jan, bitte, bitte, ey. Oh Gott. Da ist der Rückweg. Sollen wir noch Zeit haben, vorpreschen? Ja, wir müssen die Zeit nutzen. Lass mich. Ja, hier ab geht's los, Waldlauf. Sind hier neue Gegner? Ich fand das aber viel charmanter beim ersten Teil, dass die Gegner so eingeführt wurden. Ja, aber das war, glaube ich, auch nicht immer so. Doch, immer wenn ein Gegner neu war, wurde er eingeführt. Natürlich, wenn das jetzt ein Ziki ist, der in der anderen Welt war, war es der gleiche Gegner. Reich im Reich. Wie sehen die denn aus? Alter! Es sind einfach Ballerinas. Und du hast dich noch nicht geheilt. Und ich glaube, das ist hier sehr wichtig. Alter, ein Quetschinchen. Irgendwer konnte doch extrem weit laufen. Soweit Mario hat einen sehr weiten Laufweg. Was machen wir noch? Oh, Rabbit Peach würde ich schon gerne mitnehmen. Rabbit Peach! Machen wir es so. Jan hat jetzt schon genug von Rabbit Rosalina. Ich hätte es halt sinnvoller gefunden, weil sie ja allein schläfern kann, aber gut. Ich meine, klar, da müssen wir den Radius noch erhöhen, aber... Oh nein, die können die Sprungfelder nutzen. Wir müssen ja nur den Bereich erreichen. Wir müssen ja keine Gegner besiegen. Wenn du jetzt natürlich Stoß hättest bei einem Charakter... Ach, hast du ja sogar bei ihm, stimmt. Aber er kommt leider nicht nah genug dran. Er hätte springen sollen.
Oh, oh, oh. Alter, wie viel Leben hat sie denn verloren? Warum sind sie so still? Was soll das? Wollt ihr mehr? Hallo? Ja, weil mein Mikrofon aufgestellt war anscheinend. Sah gut aus. Sollte ich erinnern an ihre Soundqualität, sie war gar nicht da. Ja, aber ich habe eben schon geguckt. Du hast mich gestern und heute nicht dran erinnert. Ja, hast du gestern nicht erst gesagt, dass ich dich daran erinnern soll? Nee, das habe ich vorgestern gesagt. Gestern habe ich selber geguckt. Ah, die Zeit vergeht so schnell, ich bekomme das nicht mehr mit. Merkt das schon. Ui. Oh Gott. Der ist ja gleich schon da. WTF machen die für einen Schall. Alter. Das war nicht schlecht. Sind die Frauen also noch schwerer als die Männer? Ja, die sowieso nicht. Oh oh. Die machen gleich auch. Nee, das können die doch nicht. Das gar nicht. Noch nicht. Aber Rebella. Oh nein. Rebella, du musst uns helfen. Willst du sie wirklich allein laufen lassen? Gar keine Raserei vorher? Ja, aber nur gucken, wie ich theoretisch den Radius kriegen kann. Ich glaube gar nicht. Ne, bei denen glaube ich nicht. Ich glaube, wegrennen ist die beste Option. Frage ist, wer soll gleich springen? Erstmal beide runterlassen. Sagen wir mit Mario, weil der allgemein den höchsten Laufradius hat. Von mir aus. Ja, wenn da jetzt gleich zwei stehen, dann hast du in der nächsten Runde eh geschafft. Mach dich ab. Oh. Ich dachte, der fliegt jetzt. Unempfindlich. Ach so, ja, weil er dick ist, sehr gut. Ja, und einen dicken Steinblock dabei hat. Beste Schlussfolgerung. Ja, ich würde Rebella springen lassen, aber die muss halt noch was für ihr Leben tun. Oder du opferst sie. Joa. Warte mal, wir hatten da doch was. Oha. Tada. So. Aber mal ganz kurz abgekürzt. Wer weiß, ob wir es sonst irgendwann benutzt hätten. So, ja. Hat auf jeden Fall mal gezeigt. Muss man sagen. Geil!
Mir gefällt die Welt bis jetzt. Easy, easy. Ja, mir wird es noch mehr gefallen, sobald endlich mal wieder hier alles schön ist. Das sowieso. Und ich bin mir auch noch unsicher, ob das hier mit Wegler war. Irgendwie glaube ich es mittlerweile nicht mehr. Doch. Aber dann ist die andere Welt ja sehr ähnlich. Deswegen, doch? Nee. Aber der kommt doch nicht erst im Nachhinein, weil so ein Secret-Boss ist, glaube ich nicht. Nee, das ist schon der Endboss. Oder? Das ist auch der Secret-Boss, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Wo sind wir denn? Fliehen, tschüss. Keine Ahnung, ja, ich war gerade selbst irgendwie ein bisschen vorher in der AFK. Mal gucken, wo wir hingehen. Da oben war das. Wo die Sternteile sind. Und gibt es das schnell auf. Ich glaube, das musst du wirklich nur machen, wo so gelbe Sachen sind, sonst passiert nichts. Sehen die das, wenn du das machst? Werden die dann irgendwie aufmerksam? Weiß nicht. Da rechts ist irgendwas. Nom nom, ja, da drin. Jawohl. Oh. Was, der Tenjörl? Ja. Seit wann kannst du Isländisch? Tja. Wenn du wüsstest. Wenn jetzt Tentakel auf Isländisch Tenjörl heißt, werde ich verrückt. Der Tentakel, der den Wald aussaugt. Und er ist in einer tiefen, finsteren, gruseligen Grube. Das hatten wir noch nie. Seid vorsichtig. Wir wissen nicht genau, in was ihr da unten reinstolpert. Ihr seid quasi die Mäuse im Labyrinth. Tenjörla ist schwedisch und bedeutet 10 Bier. Ja gut. Ach du lieber Gott. Ich glaube, du willst eher 10 Frühlingsrollen. Ja. Als 10 Bier. Ah, Abkürzung. Ah, Powerblock. Aber ja, von hier kommen wir gar nicht hin, oder was? Nö. Und Sie dürfen jetzt entscheiden, ob wir das jetzt machen wollen, oder? Ja, wir machen das jetzt noch. Jetzt noch? Ja, klar. Okay. Easy peasy. Lemon squeezy? Nee. Oder war das zu übertrieben? Limetten squeezy. Klettere auf den Grund des verlassenen Brunnens. Wir können ja auch immer noch vor der Mission einen Stopp machen. Alter. Der Händler. Und Jan ist einfach so, nee, das brauchen wir nicht. Nee. Ich glaube, hier müssen wir nochmal zurück, ja. Ah, aber das ist dann für immer da, oder wie ist das? Nee, wahrscheinlich nicht, denke ich nicht. Alter, ab tief in den Brunnen. Okay. Interessant, muss ich sagen. Also das gibt ja ganz viele Aspekte frei. Ne? Ja. Ui. Hä? Ist mich verwirrt. Warum? Unten war da auch so ein Ding, oder bin ich doof? Unten war das, was aufgeht. Ah, ja. Es ist schon, ja. Du Blindfisch. Das war das immer so. Nee, nicht Windfisch. Blindfisch. Der Windfisch ist aus The Legend of Zelda. Link schläft. Ja, okay, das ist kein Punkt, weil Link schläft gefühlt in jedem Zelda am Anfang. Ja, bestimmt. Ui. Alter, was ist da für ein Brunnen hier? Ein komischer und sehr tiefer Brunnen. Also das Brunnen tief sind okay. Alter, was ist da? Ein Kubus.
Und da ist die Röhre für den Anfang, oder ist das eine andere? Ich würde die erstmal nutzen, glaube ich. Oder... Ja. Wupp, wupp, wupp. Zack, Winterwelt. Oh ne, hallo, Herr Wunderlich. Ja, das machen wir auf jeden Fall noch. Ja, ich würde den erstmal ansprechen, wenn ich du wäre. Oh, das ist eine Ente, die brauchen wir nicht. Jan. Ist das? Wir versuchen es einmal. Ist das? Ein Drache. Drache kommt bei Vollmond. Das Schwein. Hier. Nein, nicht nachts. Schwein sind in der Morgendämmerung aktiv. Und die Eule ist in der Nacht. Und ja. Der Fuchs ist am Morgen. Das jetzt war, dann weine ich. Okay. So, Wunderlich, was haben Sie denn dazu zu sagen? Haben wir das gut gemacht? Endlich seid ihr da. Bei dem letzten Rätsel sehe ich den Wald von lauter Bäumen nicht. Seht euch um. Seht euch um, Symbole. Die Symbole. Mann. Seht euch um, die Symbole. Die Podeste. Seht ihr diese seltsame Uhr auf dem Boden? Selbst ohne Zeiger ist sie wunderschön. Nun zum Rätsel. Hört gut zu. Tag erwachte bei der alte Stimmung klang, die Stille zerriss, als der See seine Weise, seine Weise sang. Am Abend kam der rote Dieb. Oh, dann ist das der Fuchs, der am Abend. Am Abend kam der rote Dieb und Dieb seine Beute zu jagen, denn laut knurrte ihm der Magen. Die Nacht. Die Nacht eilte herbei und mit ihr drei Wächter. Er hütet den Wald, doch schlafe schlechter. Schlaflieder wurden lange genutzt, um Wissen weiterzugeben. Könnt ihr meiner ruhelosen Seele Frieden schenken, dem ihr das Rätsel von Prima Paletti löst? Ja, ich weiß es. Ich glaube, die Eule muss jetzt dahin, wo dieser Drache ist. Nee, das war schon richtig. Oder? Und der Fuchs muss dahin, wo der Mond ist. Und da, wo die Sonne ist, muss das hin, was da noch ist, weil das ist keine Ente, das ist nämlich ein Schwan. Hä? Dann ist das bei morgen vielleicht doch falsch. Aha! Ist okay. Sehr schön. Cool, dann gehen wir jetzt mal wirklich nochmal weiter. Bestes Rätsel. Als ob das hier nicht mehr liegt. Skandalös. Ich habe wieder zurückgeportet. Party, Party, Party. Los, steck's rein! Hab ich doch schon. Das Runde muss ins eckige Wessen. Aha, da würde ich aber sagen, an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge von Let's Play Mario Rabbids Sparks of Hope gefallen. Und schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Also, nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.